Am 22. Juni sind Personalratswahlen. Die bringen mir nichts. Das dachte ich auch, aber ich habe mich informiert. Und? Das Personalvertretungsgesetz regelt unter anderem Beteiligungsrechte des Personalrats. Was bedeutet Beteiligungsrechte? Zum Beispiel Mitwirkung. Die Chefs hören den Personalrat an und können dann gute Argumente des Personalrats mit berücksichtigen. Na, das ist ja wenigstens schon eine Kleinigkeit. Und sonst? Bei der Mitbestimmung läuft dann ohne Zustimmung der Personalräte gar nichts. Wie bei Stellenbesetzungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Versetzungen, der Arbeitszeit, beim Arbeitsschutz oder... Ich hab's kapiert. Alles wichtige Themen, die auch mich betreffen. Bei Schichtmodellen, beim 15-Minuten-Arbeitszeitkorridor, bei Gleitzeit und den Arbeitszeitkonten der Arbeitnehmer. Überall haben die Dienstvereinbarungen für uns abgeschlossen. Wo sonst noch? Beim Digitalfunk, Notruf, der GPS-Ortung und Visualisierung. Das hilft mir, wenn ich in Gefahr bin. Die schützen dich auch davor, dass im Dienst nicht einfach einer in deinen Computer, in deine E-Mails reinschaut oder eine Software nutzt, um dich zu überwachen. Der Personalrat kann dir helfen. Es ist sinnvoll zu wählen. Hast mich voll überzeugt. Und wen wählst du? Ich wähle die DPOLG. Die setzt sich ein, hat vernünftige Positionen und durchdachte Forderungen, ist hartnäckig und hat schon viel erreicht.